Danke, Frau Präsidentin, Frau Minister. Ja, wir besprechen heute in diesem Block die Opfer der Regierung am Arbeitsmarkt und wie wir das Allerschlimmste verhindern können. Es gibt jetzt da eine Vielzahl von Themen, von Programmen. Man sollte vielleicht schon noch einmal zurück zum Start kommen. Und ich möchte, weil es so ein einprägsamer Satz ist und weil wir es heute Vormittag ja ausführlich diskutiert haben, noch einmal darauf hinweisen. Ein Richter hat uns ein E-Mail geschrieben und hat das ausführlich, die heutige Gesetzgebung auch vom Vormittag noch einmal ausgeführt. Und einen Satz hat er da hineingeschrieben, den sollte man einfach noch einmal vorlesen. Ein Richter in Österreich: die dabei vorgesehene Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte ist so massiv, wie dies in der österreichischen Rechtsordnung seit Ende der nationalsozialistischen Ära und der Besatzungszeit noch nie der Fall war. Das sagt ein österreichischer Richter, nur damit wir wissen immer, was ist die Ausgangslage der ganzen Geschichte. Und das, glaube ich, sollte hoffentlich jedem hier im Haus klar sein, dass wir uns zwar Arbeitsplätze wünschen können, wir werden sie aber nicht künstlich erzeugen können. Und solange die Wirtschaft quasi mit diesen Hauruck-Maßnahmen der Regierung gequält wird, solange es keine Planungssicherheit gibt, keinen Optimismus, keinen Mut, wird die Wirtschaft auch nicht in die Gänge kommen, und damit einhergehend wird die Massenarbeitslosigkeit inklusive Kurzarbeit uns auch weiter begleiten. Und wir hatten ja jetzt im Sommer und nach dem Sommer eine kurze Phase der Erholung in der Wirtschaft. Und ich habe immer schon gesagt, das hätte die österreichische Wirtschaft noch überstanden und vertragen. Und jetzt drehen sie das Rad wieder rauf und wieder rauf. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Unternehmen der Privatwirtschaft oder die Industrie das jetzt noch über die Bühne bringen soll. Und alle Alarmzeichen, sowohl vom AMS als auch sonst von den Wirtschaftsforschern, sollten eigentlich für die Regierung Mahnung genug sein, endlich hier in den Normalzustand überzugehen und der Wirtschaft und den Arbeitnehmern wieder eine Basis zu bieten. Ich darf schon noch mal darauf hinweisen, die ganze Geschichte bis jetzt kostet uns nach konservativer Schätzung 50 Milliarden Euro. Nach konservativer Schätzung. Es gibt auch Schätzungen, die weit drüber liegen. Und die Frage stellt sich einfach, wer von dieser Regierung, es sitzt ja noch mehr die Frau Minister auf der Regierungsbank, aber wer von diesen Ministern, inklusive Bundeskanzler, wird noch da sein, wenn es um die Bezahlung dieser Rechnung geht? Und dann wird es einen Solidarbeitrag wahrscheinlich dann bedürfen aller Österreicher. Und das sollte man bei der ganzen Diskussion bitte nicht außer Acht lassen. Alle Maßnahmen, die wir jetzt eben diskutieren, auch in diesem Block, machen zwar Sinn, helfen ein bisschen, sind aber im Grunde genommen Stückwerk. Und ich sage schon noch einmal, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist es höchst an der Zeit, jetzt wieder eine gewisse Planbarkeit zu kommen, damit auch Arbeitsplätze jetzt gesichert werden. Es sind ohnehin zu viele schon weggebrochen. Aber wenn das nicht unmittelbar jetzt besser wird, dann sind die Perspektiven für nach dem Winter und im Frühjahr für den österreichischen Arbeitsmarkt katastrophal. Bitte Regierung, bitte Frau Minister, machen Sie Druck auch bei Ihren Kollegen. Ab in den Normalzustand, Planbarkeit, Optimismus, Mut. Sonst wird es nichts werden mit Arbeitsplätzen. Danke. Die Perspektiven für den Arbeitsmarkt seien katastrophal. Man brauche Planbarkeit für die nächsten Monate, sagt Peter Wurm von der FPÖ.